Hi guys. Some Spicy is here and long time ago I make a little video. Sorry that I don't make any videos at the moment again because I was stupid a little bit and I broke my leg. I broke my leg 3 times and I was in the hospital and I have a operation on my leg and now I'm a little bit tired and broken and it's a little bit hard now to make some new videos because I need some meds and this kind of Scott of stuff, and I hope you understand this. And I show you what happened. Someone that don't like to see some difficult scenes, please don't look now because it looks like this. This is the first broken thing. The other thing is there, is broken too, and of course, there is broken too. And it don't look so good, and I can't move that thing already, and I have this stick here to run around a little bit, but it hurts a little bit, so I'm lying here and I look a little bit TV, and it's hard. But I just want to tell you what happening, and but I have one beer I have, and one beer I want to drink now because I'm thirsty. Yesterday I come home and it was really hard to move, and I don't know what I can tell you more. Und für alle auf Deutsch nochmal, hallo nochmal, und ich bekloppt da so, hab mir das Bein gebrochen halt dreimal, Wadenbein, Schienbein und das Sprunggelenk. Wie ist das passiert? Ja, ich wollte beim Kollegen gegen einen Sandsack treten. Da war aber ein Teppich drunter, ein kleiner. Den habe ich nicht gesehen, weil es ein bisschen dunkel war. Da bin ich halt drauf gegangen, wollte treten, bin dann ausgerutscht und bin dann mit meinem ganzen Körpergewicht auf mein rechtes Bein. Und dann hat es halt dreimal geknackt und dann kam ein Krankenwagen und der ganze Scheißdreck. Also wirklich dummer Unfall. Idiot halt. Und jetzt liege ich halt hier. Dauert halt 3 Monate, bis das halbwegs wieder normal ist, angeblich. Ihr habt es ja gesehen. Harte Nummer auf jeden Fall, aber trotzdem. Ein Bier will ich mir trinken. Ich hoffe nicht, dass das jetzt allzu krass mit den Medikamenten kommt. Aber ich denke, mein Bier geht schon. Und deswegen wollte ich euch nur auf dem Laufenden halten. Dass jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal nicht so viele Videos kommen werden, weil ich kann mich ja nicht da hinsetzen und müsste mir da erstmal irgendwie so einen Stuhl holen und alles, aber jetzt haben wir ja erstmal Ostern, also erstmal schöne Feiertage darüber und trotzdem trinken wir uns ein Bierchen erstmal jetzt. Also, ich probiere das jetzt einfach mal hier hin zu tun, weil das jetzt alles hier mit dem Handy aufgenommen wird. Und es ist das gute Bitburger. Also, auf schnelle Genesung und nicht allzu große Dummheit in der nächsten Zeit. Also auf mich selbst wahrscheinlich. Cheers. Aber richtig laufen tut es halt auch nicht, seht ihr ja. Es ist alles etwas schwierig momentan.
Und ich gucke hier ein bisschen Eurosport momentan, ein bisschen Snooker. Keine Ahnung. Sonst gucke ich mir immer ein paar YouTube-Videos an, auch von den anderen Leuten, aber ich kriege den Computer ja nicht an. Oder ich kriege ihn schon an, aber ich müsste jetzt immer wieder aufstehen oder jemanden fragen und deswegen ist das alles ein bisschen blöd. Ja, im Krankenhaus war es echt, echt übel. Am Anfang ging es noch, dann die Operation und hin und her. Aber ich hatte drei Leute auf dem Zimmer noch und alle drei waren am Schnarchen. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, was da los war, ehrlich. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man hat keine Ruhe gehabt, gar nichts. Naja. Also, das ist auf jeden Fall der Statusbericht momentan. Ich bedanke mich trotzdem. Lasst mir einen Daumen da für schnelle Genesung. Und ja, in der nächsten Zeit, dann müssen wir halt gucken, wie das weitergeht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ostern und wir sehen uns. Peace.